Ja, schön machst du das. Ja, das hier kennt jeder. Aber diese kleinen Seifenblasen hier, die sind nur was für Anfänger. Hey. Ja, doch wirklich. Wissen Sie, wie man eine XXL-Seifenblase so groß wie ein Auto hinbekommt? Funder weiß es. Ja, Verzeihung. Die geheime Zutat ist Gleitgel. Wussten Sie nicht? Das und noch andere spannende Wissenslücken für den gelungenen Start in die Badesaison jetzt. Gleitgel. Unsere beiden Lückenbüßer Verena und Alex bereiten sich auf die Badesaison vor. Dabei entdecken sie ein Mittel gegen Mücken. Shaken, was das Zeug hält, und zaubern gigantische Seifenblasen. Dort, wo die Kokosnuss herkommt, ist immer Sommer. Zum Beispiel in der Karibik. Ihr Weg zu uns nach Europa ist verdammt lang. Und damit sind wir bei unserer ersten Wissenslücke, Cucus columbus. Wie lang bräuchte eine Kokosnuss aus der Karibik, um durch die Meeresströmungen nach Europa zu schwimmen? Antwort A, 16 Wochen. B, 16 Monate. Oder etwa C, 16 Jahre. Die Auflösung gibt's am Ende des Beitrags. Mit den Temperaturen steigt auch der Appetit auf Obst. Am beliebtesten bei uns ist der Apfel. Deutschlandweit wurden 2014 über 1 Million Tonnen Äpfel geerntet. Unser jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei rund 25 Kilogramm. Die Birne kann da nicht mithalten. Von ihr verspeisen wir gerade einmal 2 Kilo. Aber hat der Apfel auch beim Schwimmen die Nase vorn? Unsere Wissenslücke 2, das Obstschwimmen. Alex lässt Apfel und Birne gegeneinander antreten. Das Ergebnis? Die Birne taucht ab, der Apfel schwimmt. Und gewinnt damit schon wieder. Genauso ist es bei Limette und Zitrone, behauptet Verena. Alex ist skeptisch und wägt ab. Verena scheint sich ziemlich sicher. Ab geht's ins Wasser. Und tatsächlich, die Limette taucht ab, während die Zitrone einfach oben schwimmt. Wie kann das sein? Artverwandt und trotzdem verhalten sich die Paare unterschiedlich. Ob eine Frucht abtaucht oder schwimmt, hat also schon mal nichts damit zu tun, ob es sich um eine Zitrusfrucht oder ein Kernobst handelt. Doch woran liegt es denn dann? Die Früchte haben eine unterschiedliche Dichte. Der Grund, die Struktur des Fruchtfleischs. Das erkennt man am besten, wenn man 2 gleich große Stücke abmisst und auf die Waage legt. Die Birne ist 2 Gramm schwerer als der Apfel. Auch die Limette ist schwerer als ihr Gegenstück. Wegen der hohen Dichte, die über der des Wassers liegt, versinken Birne und Limette, während Apfel und Zitrone schwimmen. Zur Badesaison gehören aber nicht nur Früchte, sondern auf jeden Fall auch Eis. Der schaut doch lecker aus, oder? Der sieht echt süß aus, ja. Fast 8 Liter der süßen Creme schlemmt jeder von uns pro Jahr. 16% unseres Eisbedarfs decken die Eisdielen. Davon gibt es in Deutschland etwa 4000. Auch Verena hätte jetzt große Lust auf ein Eis. Weißt du was? Ich laufe schon zum Kiosk und hol dir ein Eis. Das ist lieb, aber ich weiß was Besseres. Unsere dritte Wissenslücke? Schüttelfrost. Ja, was machen wir hier? Was soll das? Wir machen jetzt leckeres Eis selber. Mit diesen Zutaten will Verena in wenigen Minuten ein köstliches Eis zaubern. Einfach Milch und Kakao vermischen und in einen Beutel kippen. Dann einen zweiten Beutel mit Eiswürfel füllen und etwas Salz drüber streuen. Den Kakaobeutel einfach reinwerfen und gut verschließen. Jetzt wird geschüttelt. Angeblich dauert es nur ein paar Minuten, aber die beiden brauchen dann doch ein wenig länger. Gut, dass Alex mit anpackt. Am Ende dauert es schon eine gute Viertelstunde. Doch schneller als im Tiefkühler ist es immer noch. Und so funktioniert's. Das Salz im Beutel lässt die Eiswürfel schmelzen, aber nicht an Temperatur verlieren. Durch das Schütteln kommt jeder Tropfen Kakao in direkten Kontakt mit dem kalten Eiswasser. Die Angriffsfläche wird vergrößert, der Kakao gefriert schneller als in der Kühltruhe. Erstmal chillen, aber dann der Klassiker unter den Nervtötern, Mücken.
What's going wrong? Un Mosquito, Attention! Die können einem die Badesaison ziemlich vermiesen. Doch Verena weiß, wie sie die lästigen Blutsauger loswird. Alex, hast Lust auf ein Bierchen? Ja, gerne. Hast du eins? Ja. Bitte schön. Du bist die Beste. Ist doch die Banane auch noch. Verena ist nicht einfach nett. Sie hat einen fiesen Plan. Angeblich fliegen Mücken total auf den Geruch bestimmter Lebensmittel, während sie andere meiden. Unsere Wissenslücke 4. Der Moskitomythos. Sag mal, was isst du denn eigentlich die ganze Zeit? Ich esse Kohl. Der hilft mir, dass ich nicht von den Mücken gestochen werde. Bier und Banane führen leider dazu, dass du gestochen wirst. Sorry. Was? Um das zu beweisen, hat Verena gestern am See ein paar Mücken eingesammelt. Und wie lockt man Mücken am besten an? Mit Blut. Verena hat sich beim Metzger gleich mal 5 Liter besorgt. Darauf stehen die Biester. Die Jagd kann beginnen. Was Alex wohl dazu sagt? Schau mal, was ich dir gefallen habe. Was ist mit dir? Da sind die Einfühle drin. Ja, ich war fleißig. Werden die Mücken Verena dank Kohl wirklich verschonen und stattdessen auf Alex und seinen Geruch nach Banane und Bier losgehen? Nimm das mit. In einem kleinen Gewächshaus will Verena die Wirkung des essbaren Mückenschutzes testen und lässt die Biester frei. Sie ist sichtlich entspannt, denn die Mücken haben nur ein Ziel: Alex. 10 Minuten, über 100 durstige Mücken. Und das auf nur 4 Quadratmetern. Zu viel für Alex. Boah, hey, können wir aufhören? Alter, können wir aufhören? Ich brech's jetzt ab. Ich bin so verstochen. Tatsächlich, das Ergebnis ist erschreckend. Alex, der Banane und Bier Intus hat, wurde deutlich öfter gestochen als Verena mit ihrem Kohlsnack. Der Grund? Mücken verfügen über spezielle chemische Rezeptoren, mit denen sie Gerüche von uns Menschen über 30 Meter orten können. Der Geruch von Bananen und Bier wirkt auf die Blutsauger besonders anziehend. Aber nicht nur, was wir essen, hat einen Einfluss darauf, wie oft wir gestochen werden, sondern auch unsere Blutgruppe. Menschen mit Blutgruppe 0 werden nach einer Studie aus Japan doppelt so häufig gestochen wie Menschen mit Blutgruppe A. Blutgruppe B liegt in der Beliebtheitsskala in der Mitte. Woher die Mücken das wissen? Auch darauf fanden Wissenschaftler eine Antwort. Bei etwa 85% aller Menschen verrät ein chemisches Signal auf der Haut die Blutgruppe. Alex' Signal war also einfach zu verlockend für die Mücken. Es könnte aber auch daran liegen, dass Alex Blutgruppe 0 hat. Überall. Ich habe nicht gewusst, dass es so schlimm ist. Armer Alex. Vielleicht kann er Verena in unserer letzten Wissenslücke zeigen, wo es lang geht. Denn Alex will Verena beweisen, dass Seifenblasen nicht nur was für Mädchen sind, sondern auch für echte Kerle. Das ist ja Kinderkram. Ich zeig dir erstmal Blasen für Erwachsene. Was ist das? Gleitgel. Was willst du damit jetzt? Wissenslücke Nummer 5. Die Gleitgelblasen. Angeblich braucht Alex dafür nichts weiter als die üblichen Verdächtigen wie Wasser, Spülmittel und... So, jetzt noch unsere Geheimzutat. Das Gleitgel. Pulver in dem Fall. Ein Pulver aus Amerika, mit dem man sich normalerweise sein eigenes Gleitgel anrühren kann. Man kann aber auch Mega-Seifenblasen damit machen, was mit normalem Gleitgel nicht funktioniert. Ordentlich verrührt sorgt das Pulver dafür, dass die Flüssigkeit richtig zäh und schleimig wird. Damit Alex' Seifenblasen richtig groß werden, brauchen sie wenigstens ein bisschen Wind. Also gehen die beiden ins Freie. Vorhang auf für Alex. Die Geheimzutat wirkt. Alex' Blasen für Erwachsene sind gigantisch, bis zu 4 Meter lang. Mit diesen Monsterblasen zieht Alex nicht nur im Freibad die Blicke der Mädels auf sich. Sogar Verenas Anerkennung ist ihm sicher. So, was sagst du? Ja. War gut, oder? Gemacht. Ja, besser als meine. Ja, wollte ich sagen. Bisschen größer. Ja, muss ich zugeben. Bisschen größer.
Zurück zur ersten Frage. Wie lange wäre eine Kokosnuss unterwegs, wenn sie aus der Karibik bis nach Europa schwimmt? Antwort B ist richtig. 16 Monate. Das haben Forscher anhand von Meeresströmung und Windeinflüssen berechnet. Schwimmen kann aber nur die leichte, unreife Nuss. Die reife versinkt sofort. Und damit sind alle unsere Wissenslücken zum Thema Badesaison geschlossen.